Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von ArcAge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja eine Eventfolge. Da habe ich euch ein bisschen das aktuelle Truthahn-Event gezeigt und das Event von dem tierischen Laubfest, das mittlerweile leider schon vorbei ist. Ja, und in der letzten Folge, wo wir hier mit meiner kleinen Yvain unterwegs waren, haben wir unsere Freundin Eltere wieder getroffen auf dem Schrottplatz. Die möchte uns ja dabei behilflich sein, das Seelenauge zu finden. Und da hat sie gemeint, wir sollen doch mal hier zum Bürgermeister gehen, und zwar in Tigerauge. Da geht nämlich unsere Hauptquestreihe weiter. Sprich mit Bürgermeister Kesar. Lied aus Tigerauge heißt die Quest. Aber jetzt sind wir hier erstmal im Hauptquartier der Blauen Zypresse und haben hier noch einiges zu tun, was ich auch zuerst erledigen möchte. Ja, letzten Freitag war ja ein besonderes Shop-Event, also das ging über das ganze Wochenende und ich glaube bis heute geht das sogar. Da konnte man im Echtgeld-Shop sich alte Mounts, Gegenstände, Haustiere wieder kaufen, die eigentlich schon aus dem Shop genommen wurden, weil sie halt limitiert zeitlich begrenzt waren. Und ich hatte euch wahrscheinlich schon von meiner Misere erzählt, dass im April war es, glaube ich, kam mein absolutes Traum-Mount hier in ArcAge raus, nämlich ein Reitkaninchen. Und ich liebe ja Kaninchen und Hasen über alles in Real Life und auch in Game natürlich. Und ich habe mir in meinen Spielen immer ein Kaninchen-Mount gewünscht und dann kam es endlich raus. Und dadurch, dass es limitiert war, ich das nicht gewusst habe, habe ich das leider damals verpasst. Da war ich echt sehr, sehr traurig drüber. Aber durch diesen schwarzen Freitag, durch dieses Shop-Event, ist das nochmal in den Shop gekommen, das Kaninchen. Und da musste ich natürlich zuschlagen. Das Kaninchen hier heißt Miss Mümmel. Ich habe auch die komplette Rüstung für Miss Mümmel gekauft, damit sie ein bisschen schneller unterwegs ist und mehr aushält. Ja, die Kleine möchte ich euch mal zeigen. Hier, huch, da ist sie jetzt mit ihrer Rüstung. Normalerweise hat sie eben nicht diesen Sattel, sondern ist halt unbekleidet, kann man ja bei Kaninchen schlecht sagen. Ist halt ein normales Kaninchen, aber dadurch, dass ich die Rüstung hinzugekauft habe, hat sie noch diesen süßen Sattel, dieses kleine Jäckchen hier und diesen Zylinder mit dem kleinen Vogel drinne. Also ich finde das unglaublich liebevoll gestaltet, das Kaninchen. Also ich bin nicht enttäuscht worden in meinen Vorstellungen, absolut nicht. Da hat sie hier noch so kleine Ohrringe mit Tiertapsen. Total niedlich. Also ich bin hin und weg. Mein absolutes Lieblingsmount, kann man sagen. Ja, die wollte ich euch nur mal zeigen, die kleine Maus. Also die werdet ihr ab jetzt natürlich auch noch häufiger sehen. Sie hat hier unten auch besondere Skills. Bisher hat sie nur Lauf. Aber später kommt noch Hops Hops hinzu. Löst einen Sprung aus. Und Rückwärtssprung. Löst einen Sprung nach hinten aus, um Gefahr zu entkommen. Und Flucht des Eigentümers, das ist besonders cool, teleportiert den Reiter 18 Meter nach vorne aus dem Sattel. Also da kann man so ein bisschen durch die Luft schweben wahrscheinlich. Ich kann es leider noch nicht euch zeigen. Da muss meine Miss Mümmel mindestens Level 20 für sein, um den Skill zu können. Und Karottenpause, auch sehr lustig. Lässt das Kaninchen 10 Sekunden lang Karotten mümmeln, welche Gesundheit und Mana wiederherstellen. Auch sehr cool. Also da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, ich bin hin und weg von der kleinen Maus. Ja, aber genug geredet. Jetzt machen wir hier mal endlich weiter. Ach genau, hier sollten wir ein Geschenk abgeben von dem Schrottplatzbesitzer und die Naranja so ein bisschen beschwichtigen, dass die den, die Erweiterung zustimmen des Schrottplatzes. Was ist denn das? Noch ein Geschenk vom Schrottplatzverwalter? Ich fürchte. Ich frage mich, ob sich das irgendwie von den letzten 183 Geschenken unterscheidet. Oje. Huch. Versteckte Zwillings. Es war auf jeden Fall eine Schlange. Tja, ich gehe und kümmere mich um diese Viper im Wald. Du solltest dir so lange mal den Bach ansehen, der vom Kristallsee zum südlichen Devi-Fluss verläuft. Okay, war da eine Schlange im Paket? Weil er durch den Schrottplatz fließt, gibt es so viel verseuchte Erde. Wenn wir sie einfach dort lassen, wird sie die ganze Gegend ringsherum zerstören. Bevor das geschieht, muss sie gesäubert werden. Okay. Da war eine Schlange in dem Paket. War das jetzt gewollt oder war das unabsichtlich? Das ist die Frage, weil der Schrottplatzbesitzer hat eigentlich einen ganz netten Eindruck auf mich gemacht. Momentan gibt es noch zu viele goldene Zwillingskopfvipern im Wasserdunstwald.
Ich glaube, der Schrottplatzverwalter schickt uns absichtlich so viele Viperne her, um den Wald zu zerstören und um uns zu verjagen. Wahrscheinlich will er eine neue Müllhalde bauen. Okay, das war dann wohl wirklich Absicht. Wie fies. Der Schrottplatzverwalter schickt uns zu viele hierher. Das sind mehr Raubtiere, als dieses Gebiet vertragen kann. Und wegen des verschmutzten Bachs haben sich die stinkenden Blumen bis in den Wald verbreitet. Wenn du uns zur Hand gehen willst, dann hilf uns, die Vipern oder die verschmutzten Blumen zu eliminieren und den Wald wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Na, da helfe ich doch gerne. Diese Äffchenfraktion liebe ich ja total. Die sind so schön naturverbunden und friedfertig. Der Kristallsee weist aufgrund all der weggeworfenen Maschinen schon Anzeichen von Verschmutzung auf. Ich habe Goldbeerentinkturen hergestellt, um ihn zu reinigen. Frische Goldbeerenschösslinge wurden von meinem Volk schon lange benutzt, um Wasser frisch und rein zu halten. Das ist ein Goldbeerenschössling. Der Obstgarten hier in Wasserdunst hat noch gute Erde, also solltest du ihn hier einpflanzen. Sobald er Früchte trägt, bringe die Goldbeere hierher. Wir brauchen die frischesten. Okay. Dann bam bam, wo muss ich denn da überall hin? Ah, da ist noch eine Quest, das ist aber die Daily von der Tempelpriesterin. Wo ist die denn, die nette Dame? Ach, genau, auf der anderen Seite. Schauen wir mal. Oh, und da müssen wir ja auch noch was einsammeln. Alles in einer Ecke aber. Okay, das ist wie gesagt wieder die Daily. Die habe ich ja schon mal vorgelesen. Da werden wir einfach ein bisschen übers Jenseits aufgeklärt. Verseuchte Erde, das sieht ja sehr, sehr lecker aus. Mhm. Oh, Gold in der Hand. 10 Gold verdient. Oh, da kommt ja so ein reparierter Sammler. Okay. Vielleicht sollte ich dann lieber meinen Kampfbegleiter rausholen, wobei die sind eigentlich nicht sehr stark. Oh oh, was ist jetzt mit mir? Irgendwie war ich hier eben leicht vergiftet. Das ist bestimmt, weil der Fluss so verschmutzt ist. Igidigit. Ich bin da durchgeschwommen. Arme Miss Mümmel. Und da ist wieder so ein kleiner Roboter rausgekommen. Die sind aber nur Stufe 10. Die schaffe ich auch alleine. Da muss ich meinen Kampfbegleiter nicht rausholen extra. So, und dann sind wir auch schon fertig mit dieser Quest. Okay. Schauen wir mal. Ach Mist, hier wäre auch noch was. Ach nein, das ist die Uhrwerk-Rebellion. Okay. Oh, und ich bin wieder hier betäubt. Sieht ja schlimm aus. Die Uhrwerk-Rebellion, das ist ja ein Schlachtzug. Und das kann man auch nicht zu jeder Tageszeit machen. Da muss man warten, bis das Event startet. Hoffen, dass man in der Nähe ist und dann in den Schlachtzug eingeladen wird. Mal schauen, wann ich das machen kann. Bisher hatte ich ja noch nie Glück. Du hast es also selbst gesehen? Gut, je gründlicher wir sauber machen, desto länger kann der Bach überleben. Mhm. Oh, Stufe 16 erreicht. Wunderbar. Da freue ich mich sehr. Dann müssen wir noch hier unten die, diese Beeren sammeln. Schösslingsgebiet. Na, klappt das? Goldbeerenschössling pflanzen. 13 Sekunden dauert der Kleine jetzt zum Wachsen. Das dauert ja nicht lange. Hui. Das ging jetzt wirklich flott. Jetzt überlege ich nur gerade, ob ich dann erst noch hier die Vipern machen soll und die stinkenden Blumen oder hier erstmal abgeben. Bäume fällen. Ist ja nicht so mein Fall. Armer Baum. Aber gut, ist ja für einen guten Zweck das Ganze. Ich werde hier erstmal abgeben. Sieht gut aus. Warte, ich fülle die Tinktur nur noch in eine Flasche. So, jetzt muss sie nur noch in den See gegossen werden. Wir brauchen zwar noch mehr, aber dies ist ein guter Anfang. Bitte bringe die Goldbeerentinktur zum Kristallsee. Du musst sie nur vom Ufer aus hineingießen.
Folge einfach dem Bach nördlich des Schrottplatzes, dann wirst du den See schon finden. Er ist mit Wächtertotems markiert. Wenn das erledigt ist, sagt Blaue Zypresse Maile Bescheid. Er ist wahrscheinlich auf der Insel im See. Er hat sich in letzter Zeit große Sorgen deswegen gemacht. Okay, das machen wir natürlich. Was ist denn das da oben? Ah, okay. Das ist wahrscheinlich was wegen dem PvP, da kann ich nicht viel zu sagen. Vergoldete Gewässer. Das ist das im See und hier müssen wir noch die Schlangen besiegen. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Schlangen. Und ich weiß auch, dass weiter unten wieder so ein besonderer Mob ist, dessen Energie man dann abgeben kann mit den anderen Energien von den seltenen Mobs. Das ist so eine Riesenschlange. Hier werde ich jetzt aber mal meinen Kampfbegleiter Salem rausholen. Na? Das finde ich ja immer noch schade in ArcAge, dass man sich da immer entscheiden muss, ob man seinen Mount-Begleiter draußen hat oder seinen Kampfbegleiter. Die kann man ja leider nicht gleichzeitig draußen haben. Okay, die halten aber auch nichts aus. Wahnsinn. So, drückt mir die Daumen, dass der besondere Mob auch da ist. Ah, da hinten, ich sehe es schon. Diese große Schlange dürfte es sein. Hoffentlich bekommen wir die jetzt nicht von einem anderen Spieler abgenommen, weggeschnappt. Weil dann dauert es ja immer eine Zeit lang, bis die wieder da ist. Die kriegt ja auch eine bestimmte Route, also die ist nicht immer am gleichen Ort. Müsst ihr teilweise etwas suchen und warten. Da. Aloki heißt der genau. Oder sie? Ich bin mir unsicher. Ein Elite-Mob, das seht ihr oben an den Sternen. Aber war jetzt nicht weiter schwer. Und jetzt habe ich hier nämlich bekommen Alokis Energie. Lässt sich nur im Magiezirkel am Tigeraugensee einsetzen. Wunderbar. Ich glaube, jetzt fehlt mir nur noch ein einziges, also eine einzige Energie. Und die ist von so einer Raubkatze, da kommen wir aber noch hin. Die ist etwa hier oben. Da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen noch hin. Und dann haben wir alle Ra-Mobs hier. Alle Elite-Mobs erledigt und können eben zu diesem besagten Magierzirkel gehen und die alle dort einsetzen. Wie viel fehlen mir denn noch? Fortschritt 75 von 100, okay. Ich könnte jetzt natürlich auch, wenn mir Kämpfen nicht so liegt oder ich gerade keine Lust drauf habe, könnte ich auch hier diese Blumen benutzen. Diese stinkenden Blumen. Aber ich denke, ein bisschen kämpfen schadet nicht. Okay, Uhrwerk-Rebellion. Oh, komm. Mimmel, komm schon. Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich sind da jetzt genug Leute und hoffentlich kann ich dann da im Schlachtzug mitmachen. Das wäre das erste Mal, dass ich diese Uhrwerk-Rebellion dann mitmachen könnte. Selbst mit meinem Hauptcharakter und mit meinem Twink-Charakter habe ich die bisher noch nie mitgemacht, weil ich das einfach immer verpasst habe. Nicht schnell genug da war, überhaupt gar nicht erst vor Ort war. Also, einmal bin ich zwar in den Schlachtzug dann noch eingeladen worden, aber dann hatten die anderen so viel Schaden gemacht, dass es so schnell vorbei war und ich gar nicht mehr zum Zug gekommen bin. Da hat eben mein Handy vibriert, das ist bestimmt in der Aufnahme, aber kann man jetzt nicht ändern. So, das ist nämlich hier drüben. Hat es schon angefangen? Ich glaube noch nicht. Aber ich sehe hier auch noch keine anderen Spieler. Ich glaube, das, was ich gelesen habe, war erstmal die Ankündigung, dass es bald losgeht. Aber wie gesagt, ich habe das erst einmal kurz erlebt und da kam ich dann zu spät, um richtig mitzumachen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Wir warten hier einfach mal, Miss Mimmel und ich. Und hoffen, dass hier bald andere Spieler eintrudeln, die da vielleicht etwas mehr Ahnung von haben und mich dann auch einladen. Ich weiß nicht, die Leute von euch, die auch ArcAge spielen, habt ihr das schon mitgemacht hier, dieses Event? Ich finde das ja an sich eine gute Idee, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, diese Quest zu erledigen.
dadurch, dass die Uhrwerk-Rebellion so selten ist und bis man dann hier angekommen ist. Solange ich hier warte, könnte ich mir ja hier mal meine Sachen angucken. Vor allen Dingen... Oh, Moment. Ah nein, das war was anderes. Okay, ich dachte, jetzt geht's los. Meine Skills hier. Ich könnte ja jetzt noch bald, oder kann ich das schon, noch einen dritten Skill auswählen. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher, weil eigentlich bin ich hier mit meinen zwei schon voll ausgelastet und zufrieden. Ihr seht ja, wie schnell die Mobs fallen, also muss ich mich nochmal informieren, was da gut noch zu passen würde. Aber an sich bräuchte ich gar keinen dritten Skill. Vielleicht mache ich was ganz Exotisches und nehme Vitalismus dazu. Das macht wahrscheinlich kein Mensch, aber dann könnte ich wenigstens ein bisschen heilen, wenn es mal knapp wird. Das habe ich bei meiner Zauberin auch genommen. Da bin ich ja Zaubersängerin, heißt sich das. Nennt sich das. Ja. Ach, das ist jetzt blöd, dass ich hier warten muss. Jetzt haben wir uns so beeilt und jetzt geht's hier nicht los. Wir können ja hier in der Zeit mal ein paar Mobs machen, dann sind wir wenigstens hier nicht ganz untätig. Gibt ja auch alles EP. Und mein Salem, gut, der ist jetzt schon Stufe 25, ist also deutlich höher als ich. Der levelt dann dadurch ja auch. Wobei ich nicht weiß, ob diese kleinen Mobs ihm überhaupt noch dann EP bescheren. Müsste man mal drauf achten. Was kann der denn mittlerweile so? Katzenschritte, Rang 25, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 30% für eine Minute, wenn man ein Handelspaket trägt, oder 5%, wenn man kein Handelspaket trägt. Ah, interessant, okay. Und er hat noch gar keine Rüstung an, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe hier noch Rüstung im Inventar, wo ich ihm anziehen könnte. Kann natürlich sein, dass ich die auf die Bank gebracht habe. Nee, da ist es. Okay, kriegt er mal... Beinschutz. Ein Sattel. Kann man dem Kampfbegleiter einen Sattel geben? Ja. Ich bin mir unsicher. Eben hat es auch nicht geklappt. Ungültiger Platz. Okay, das kann man dann wohl nicht. Das geht nur bei den Mounts. Ist ja auch eigentlich logisch. Aber was kommt dann stattdessen hier hin bei Kampfbegleitern? Das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja normalerweise hier der Slot für den Sattel. Und dann habe ich hier noch einen Helm. Der müsste aber dann wieder funktionieren. Okay, mal gucken, wie er jetzt aussieht. Okay, sehr schick. Also die Armschienen finde ich wirklich schick, aber die Mütze, naja, okay. Wenn er jetzt grün und gestreift wäre, würde er mich ein wenig an Gringer erinnern von He-Man, wenn das noch einer von euch kennt. Wahrscheinlich die Jüngeren eher nicht so, aber die Älteren kennen mit Sicherheit noch He-Man. Da fällt mir ein, ich habe hier gar nicht meine ganzen tollen Tränke und Bonbons gefuttert. Sollte man ja schon machen, wenn man die schon hat. So. Okay. Irgendwie möchte es hier nicht losgehen, dann würde ich fast sagen, dass ich die Folge dann doch mal hier an der Stelle beenden werde. Ich bleibe hier dann aber stehen und wenn es losgeht, hole ich euch dann wieder dazu, dass ihr dann wenigstens in der nächsten Folge das mal miterlebt. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!